Peace von Astral Match, kommt zu unserem neuen Video. Wir haben den Gewinner der Interstate 32 Locals hier. Wer bist du, was hast du gespielt? Ich bin Younes, ich habe Centurion gespielt. Wir kommen auch direkt zum Deck, würde ich sagen. Ja, korrekt. Ich habe 3 Primera, 3 Trudea, yes. Eine MF, 3 Oath, einen Bonds und eine Phalanx und 3 Stand-Up. Die sind alle One-Card-Starter, darum alle auf 3. Und die? MF kann man auf 2 spielen. Ich finde, eine reicht, außer sie wird gebanished, dann heult man. Die ist nicht wirklich optional, die ist optional. Wenn man sie zieht, ist scheiße, aber einfach nicht ziehen. Okay. Und die ist sehr, sehr gut im gegnerischen Monster banishen oder eigene. Kommt immer gut. Ein Reborn, ne, oder? Wenn sie im Grave ist, kann man die banishen und Synchromonster Centurion, Synchromonster Reborn. Alles klar. Dann ein Terraforming. Das geht mit einem Raidsoff und 3 Fenrir. 3 Fenrir. Mhm. Ich mag die Karte einfach. Ist geil. Ist ein Free Body und in dem Deck auch sehr gut, weil sie einem Free Discards gibt. Okay. Man spielt den Droll rein, man spielt den Nibiru rein. Solange man dran glaubt, dass sie nicht existieren, gibt es sie nicht. Okay, korrekt. Dann der eigentliche Carry vom Deck. Ja, war klar. So, 3 Imseti, 1 HP, 2 Sarkophag. Insane Karten, muss man nicht viel zu sagen. Okay. Vor allem dem Deck, weil sie Level 8 sind, geben einem sehr gute Extra-Deck-Optionen. Mhm. Warte. Dreh das um in deiner Hand, das Deck, und mach das so gerade. Ja. Okay. Also, dann 3 Nibiru, 3 Ash, 3 Veiler, 3 Imperm, okay, und 2 Talents für die Non-Engine. Fenrir eigentlich auch Non-Engine, ja, aber in dem Deck gibt er einem eine Discard, darum zähle ich den mal als Engine. Mhm. Nibiru muss man nicht spielen, man kann Droll spielen. Ich finde ihn immer gut, vor allem auf Locals gegen Combo-Decks. Mhm. Der Rest ziemlich Standard. Talents wahrscheinlich, kam wahrscheinlich krass, ne? Talents ist immer gut für mich. Ich liebe die Karte, die ist in jedem Deck von mir. Und dann das Extra-Deck. Oh. Zwei Legatia. Mhm. Manchmal werden 3 gut. Okay. Aber eigentlich braucht man nur 2. Man kann die auch reborn. Mhm. Ein Crimson Dragon, ein Blazer und ein Calamity. Mhm. Calamity, beste Karte, ist zwar nur in einem Game aufgekommen. Der ist nicht so krass, wie manche denken. Er ist schon gut. Mhm. Aber der ist jetzt meistens kein FTK. Mhm. Blazer viel besser meistens. Was macht die? Das ist einfach ein Omni, der banisht sich vor Kost, der kann alles negieren. Okay. Ein Baron und ein Scarlight, den macht man relativ oft. Ist sehr gut, nicht mal nur in Time, der blowt das ganze Board ab vom Gegner, und weil die eigenen Monster eigentlich alle viele ATK haben, überleben die das. Mhm. Baron macht man nur seltener, wenn man sie macht, ist sie sehr gut. Den Girsu, absolut krass gegen Fire King, ein Zombie-Vampir. Wenn man keine Engine auf der Hand hat, kann man noch einen aus dem Deck specialen vielleicht. Und ein Photon Lord für die Rank 8s. Mhm. Ein Zeus, ein Typhon. Standard, sehr gut, ne? Die macht man auch hart in dem Deck mit 2 Level 12 Monstern. Mhm. Überrascht manche Leute. eine Artemis ist sehr gut, Primera ist ein Spellcaster. Okay. Eine SP und ein Dark. Okay. Ja. Ist das Standard so, oder? Ich kenne jetzt keine Zeit. Also, man hat da ziemlich viele Optionen im Extra-Deck. Man muss nicht den Girsu oder Zombie-Vampir spielen. Man kann auch mehr Synchros spielen, man kann auch mehr Links spielen. Man kann auch so eine Magistus-Engine spielen. Fand ich jetzt nicht so gut. Okay. Ich hab gedacht, ich gehe mal dafür. Den Girsu, absoluter Carry. Mhm. Stark. Side-Deck, 3 Crow. 3 Lockbird, ein Coldbine, ein Lightning Storm, ein Duster. Hatte ich jetzt noch nicht in meinem Extra Deck letzte Woche. Da hatte ich 3 Thrust und 3 Inscription. Mhm. Unzufrieden gewesen? Ja, also diese waren nicht schlecht, aber sie waren noch nie der Grund, dass ich gewonnen habe. Okay.
Nur manchmal Bricks in der Hand. Mhm. Vor allem Inscription. Kann zwar krass kommen, aber da will man auch nicht reinziehen. So ist, ja, ist eine tricky Karte. Mhm. Heute spiele ich die. Mal gucken, wie es damit läuft. Okay, stark. Dann noch Shoutout. Hau raus. Shoutout an Alex. Korrekt. Ich weiß, du liebst Calamity. Shoutout auch an Aachen Locals hier, beste Locals. Korrekt. Und Shoutout an Jojo. Korrekt. Und Shoutout D61. Korrekt, danke. Sag mal schnell, wie du gegangen bist. 5-0. 5-0, okay. Stark. Spannende Games gehabt, wie gesagt, nur in einem Calamity. Mhm. Der Rest waren insane Grind Games, fast alle. Eins war komplett Dog, aber. Dann danke fürs Profile, herzlichen Glückwunsch nochmal und viel Erfolg heute. Danke. Ciao.